Was mache ich jetzt als nächstes? Ich stehe hier und weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß wirklich nicht. Was mache ich denn jetzt? Was war als nächstes als Idee? Ach, in das Ei! Das Ei, das Ei, das Ei. Das muss ich da noch reinpacken. Das muss ich da noch reinpacken. Ei einsetzen. Das muss ich erst aus dem Lager holen. Und wenn ich das aus dem Lager geholt habe, dann packe ich das da rein und dann wird das total ausgebrütet. Und guck mal, die haben einfach Steine ausgeschissen. Was ist denn los mit denen? Was machen die denn? Passt das nicht ins Lager oder was mit denen? So, wenn ich jetzt hier. Das bringt nichts. Das ZL bringt nichts. Das bringt nur in die andere. Nach rechts ZR oder was? Ich hab. Ah, ich. Ja, ich verpeile das. Ich bin doof. Ich finde es scheiße, dass ich so doof bin. Es nervt mich. So. Was Toffi uns schon wieder zutraut. Ja, ich sag ja, ich schließe von mir auf andere. Ich bin ja selber so einer. Also, so. So. In 30 Minuten schlüpft es. Sehr angenehm. Bruttempo 100%. Oh, Leute. In 30 Minuten haben wir ein Ei ausgebrütet. Ich bin gespannt, was da drin ist. Da kommt bestimmt so ein Wollviech raus. So was ganz Unspektakuläres, weißt du? Und ich freue mich hier mega. Gut, dann gehen wir hier noch ein bisschen Sachen herstellen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch Pfeile. Ich kann nur 5 herstellen. Was braucht man für Pfeile? Warte mal ganz kurz. Ja, hilf mir mal. Wir brauchen eigentlich nur Holz, glaube ich, ne? Sonst muss ich nochmal Holz holen gehen. Lilly Pacific, hallo! Hast noch genug für Toffee testet? Tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich habe jetzt noch was von der Tüte, von dieser Disney-Tüte, von der ich euch erzählt habe. 3, 4 Sachen sind noch da. Und dann habe ich nichts mehr. Schon einiges verbraucht tatsächlich. Aber fairerweise muss man dazu sagen, bei dir war ja auch einiges doppelt. Also es soll jetzt kein Vorwurf sein oder sowas. Also deswegen mache ich das natürlich nicht nochmal bei Toffee Tested. Ich habe zum Beispiel von diesen Fischen habe ich ja noch welche. Und dann zählt das ja nicht als Toffee Tested, wenn ich jetzt diese Fische nochmal nehme, ne? Also diese Fischkekse. Du weißt, was ich meine. Ich gehe mal eben Holz hacken. Da meine Perls das irgendwie nicht geschissen kriegen in meinem Lager hier. Warte mal. Wann wird meine Leiste angezeigt? Von wegen Lagermöglichkeiten? Die kommt nicht immer, ne? Ob man volle Tasche hat oder nicht, die kommt immer nur manchmal. Die kommt immer nur manchmal, macht keinen Sinn. Die kommt manchmal. Warte. Irgendwann kommt sie mal. Wann kommt denn jetzt endlich die Leiste? Jetzt ist sie da. Guck. Jetzt ist sie mal da. Aber gerade eben war sie nicht da. Wahrscheinlich erst ab der Hälfte, wenn es voll ist. Damit du so nach dem Motto: Achtung, Achtung, du hast bald zu viel. Das könnte sein, ne? Das war extra so, weil Toffi halt Toffi ist. Ja, aber das ist die eine Wahrheit, oder? Toffi ist halt Toffi. Mehr Wahrheit kann man halt einfach nicht aussprechen in diesem Leben. Deswegen stehe ich immer verkehrt zur Werkbank. Aber das geht nicht anders. Ich habe sie aus Versehen falsch rum aufgestellt. Deswegen kann ich es jetzt nicht mehr ändern. Das ist so. Ist wirklich so. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich könnte es nochmal abbauen und dann nochmal hinbauen. Aber ich finde, es sieht speziell aus. Verstehst du? Genauso wie ich bin. So speziell wie ich bin, ist auch meine Werkbank. Genau, mach du das mal. So. Gegrillt. Oh, kann ich jetzt abholen? Sehr gut. Können wir noch was? Ja. Oh, sehr gut. Lammkebab. Shishkebab. Nichts hält mich am Boden. Bla 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 bla. Muss ich nochmal was essen? Oh ja, muss ich. Kriegen auch nochmal was. So. Alle wieder genährt. Sehr schön.
Okay, dann holen wir die nochmal ab und wir machen uns nochmal weitere. Hä? Jetzt habe ich zu wenig Stein. Doof! Gehe ich da unten hin. Guck mal, den wollte ich sowieso schon mal kloppen. Der sieht so cool aus. Guck mal. Oh, der sieht doch richtig schön schnieke aus. Das ist der Wahrheit. Kennt man überhaupt noch Bruce Danell? Ist überhaupt noch ein Thema? Gibt's eigentlich... Oh, das ist eine wichtige Frage jetzt. Oder? Dschungelcamp läuft ja wieder. Gibt's das Supertalent noch? Oder gibt's das gar nicht mehr? Ich habe da schon ewig nichts mehr von gehört. Ist das Supertalent abgesetzt worden? Klar. Echt? Also, oder Bruce Danell oder Supertalent? Und das ist nur Erz, was da drin ist. Na gut. Na gut, das müssen wir auch farmen, ne? Ich meinte Bruce, also... Doch, gibt es ab 27. Januar. Ah, echt jetzt? Ach so, ich habe da gar nichts... Wer sitzt denn jetzt mittlerweile in der Jury? Dieter Bohlen, ist klar, ne? Aber... wer sitzt denn da in der Jury? Ich finde tatsächlich immer wichtiger, wer in der Jury sitzt. Also interessiert mich mehr, wer in der Jury sitzt, als das als alles andere, was da passiert. So, also. Nach rechts ist RT. Warte. Ah, jetzt hier RT. So, habe ich richtig gemacht. Oh, Schweine. Gut, dann machen wir noch die Wolle. Machen wir noch rüber, genau. Jetzt brauche ich aber immer noch Stein. Steine kloppen. Geh mal da hinten hin, hol das noch, ne? Bruce, Ektarina. Ist das eine Frucht? Ektarina? Wer ist denn Ektarina? Ach, die Tochter von Boris. Die heißt Ektarina? Die wurde in der Besenkammer gezeugt und heißt Ektarina. Die ist aber echt gestraft, ne? Ach nee, die ist von Let's Dance, die Ektarina. Also, das ist, so viel Elend kann halt kein einzelner Mensch ertragen. Das sind ja zwei unterschiedliche. Also, lesen, Tommy, Entschuldigung. Ich bin zu schnell. Ich bin immer zu schnell im Lesen. Lauri weiß über alles Bescheid. Und Bohlen. Die Tochter von Boris. Aber die Tochter von Boris Becker, die ist halt auch nur Model. Da frage ich mich immer, wie kann die denn bitte schön ein Supertalent auswählen? Oh, Waffenbruch, scheiße. Das denke ich mir auch immer wieder, wenn ich halt eben so Leute bei DSDS habe, weißt du? Dann hast du da Pietro Lombardi. Klar, der hat mal bei DSDS gewonnen und hat Musik gemacht. Aber ist der jetzt so versiert im Business, dass der entscheiden kann, wer wirklich es schafft, hier mega krass rauszukommen, groß rauszukommen. Früher waren wenigstens Plattenproduzenten da, weißt du? Thomas Stein oder hier, wie heißt der andere? Hier der mit der Glatze. wie hieß der denn? Wie heißt der denn? Heinz heißt er. Heinz aus Mainz. Nee, also früher waren halt wirklich Produzenten und wirklich Leute, die vom Fach sind, die waren halt da. Und heutzutage sitzt halt wirklich irgendein Hansele, den mal irgendwo jemand kennengelernt hat, sitzt halt da. Ich bin schon wieder durchs Feuer gelaufen. Ach, nicht Ektarina, Katharina. Ach so. Ja, wenn du Ektarina schreibst. Das habe ich ein bisschen verschluckt, aber... Ektarina. Aber das ist der nächste Name, Leute. Das ist ein Trendname, der kommt dann bald. Ektarina. Aha. Knossis Moderator mit einer Frau. Weiß gerade nicht, wen. Was? Knossi ist Moderator vom Supertalent? Ich guck's nicht. Gut, ich hab jetzt so oder so nicht geguckt. Ich guck das Supertalent nicht, ne? Aber, Knossi ist Moderator. Oh Gott.
Ach, übrigens, habe ich vorhin gelesen, der Schuh des Manitou 2. Jana hat mir ja gesagt, der ist in ich glaube, Jana war es, ne? Dass der in Entwicklung ist, ne? Der Film, Schuh des Manitou 2. Wisst ihr, wer den noch weiter mitproduziert, den Film? Nicht nur Michael Bulli-Herbig, also wird von Michael Bulli-Herbig, Rick Cavani und Christian Tramitz, also die von Bulli-Parade von damals, wird das halt alles, ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich bin so ein Trottel, wird das halt alles produziert, ist ganz klar. Ich war da, okay, super. Und es wird zudem noch weiter mitproduziert von, Achtung Leute, jetzt kommt's, RTL. Schön, oder? Der nächste Film, Schuh des Manitou 2, wird von RTL mitproduziert. Das ist doch was Tolles, oder? Was kommt dann als nächstes? Ich bin ein Star, holt mich hier raus, der Film? Mit Uwe Ochsenknecht als Kakerlake? Mit Jana Palaske, die Brigitte Nielsen spielt? Was kommt als nächstes? Und was ist mit meinem Hirsch da hinten los? Ach, der hat Hunger. So ist das, Leute. Schön, oder? Oh, die haben noch 24. Ja, dann lasse ich das mal. Kann ich auch selber noch was essen. Hält nicht mehr so. Ich kann nicht mehr reden heute. So, da es jetzt wieder dunkel wird, machen wir am nächsten Tag dann weiter mit der großen Reise, würde ich sagen. Wir haben ja eigentlich noch schon noch ein bisschen was vor uns. Und wir brauchen eigentlich noch einen Zerkleinerer. Ich kann mal gucken, ob ich hier noch schnell noch bauen kann, damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Wo war der? Ach Quatsch, den muss ich erst holen, ne? Stimmt. Zerkleinerer. Da. Gut. Dann bauen wir den da. Dafür fehlt uns noch Holz. 4 Stück. Holen wir die uns noch kurz. Du könntest da ruhig mal was machen, du Hirsch. Ja, warte. Ah, nein, ich verbrate meine Pfeile. Warte mal. Jetzt. So. Du. Scheiß RTL. Das ist gut, Juliano. Stefan Raab bringt auf RTL American Ice Football raus. Elton und Buschi sind die Moderatoren, habe ich bei Google gelesen. American Ice Football. Gut, Football kommt immer mehr hier, ne? Aber wer ist Buschi? Meinst du Bushido? Heißt der Buschi? Klingt wie ein 70er-Jahre-Pornostar. Anna Pilou, hallo wieder. Welcome back. Also die neuen Folgen von Pumuckl hat RTL echt gut hinbekommen. Muss also nicht heißen, dass es echt schlecht wird. Ja, gut, es kommt auf an, ne? Aber ich kenne halt nur von RTL so ein kleines bisschen eher so diese 0815-Sachen, ne? So, der Zerkleinerer. Machen wir den hier hin. Ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich will erstmal wissen, wie groß der ist. Dann entscheide ich, wo der hingehört. Aber der ist riesig, ne? Dann mache ich den mal dahin. So. Ja, nice. Sehr gut. Das mit dem Feld, ich finde das komisch. Ich finde das Feld komisch. Ich traue dem Feld nicht. Das Feld hat sie nicht mehr alle. Wie lange dauert unser Ei noch? Noch 17 Minuten. Ich bin gespannt. Übrigens, 40 Jahre RTL. Frank Buschmann. Ach so, keine Ahnung. Kenne ich nicht, Frank Buschmann. Der ist der Mann von Frauke Buschfrau. Entschuldigung. Buschi kann ich gar nicht ab. Den habe ich zu oft bei FIFA gehört. Mein Mann hat irgendwann auf ein niederländisch Moderatum-Spiel gewechselt, weil ich ihn nicht mehr hören konnte. Keine Ahnung. Mal schauen, was aus dem Ei kommt. Ja, ich bin mega gespannt. Oh, Danger! Danger. High Voltage. Jetzt geht's ab. Da kommen die Lappen. Danger. High Voltage.
High Voltage. Ich kann endlich Animal Crossing New Horizons spielen. Ah, cool, Julian. Ich wünsche dir viel Spaß. Warte, ich versuche mal von hier aus schon zu umzubringen, oder? Geht das? Warte, nee, ich warte, bis er hochkommt. Hier. Zack. Oh, oh. Alter, habt ihr das gesehen? Guck mal! Guck mal, voll der Lappen! Und jetzt schlittert er zurück. Guck mal, voll die feige Sau. Erst macht er einen Salto und jetzt schwebt er davon. Du Lappen. Voll die feige Sau. Komm her. Ich habe keine Pfeile mehr. Können wir schnell umbringen? Was bist du denn für einer? Ja, jetzt will er nicht mehr schweben. Ich schweb ab. Nichts hält mich am Boden. Ich dachte, ja, ich habe gerade in den Chat geguckt. Entschuldigung. Schnell, meine Viechers! Kommt und rettet uns alle! Oh, Alter, wow! Okay, das geht ab. Der Schläger geht echt ab. Alter, da fliegen sogar die Sachen durch die Gegend. Nix Danger hier. Guck mal, da liegt er noch und atmet schwer. Verpiss dich, du blöder Arsch! Das kommst du auch hierher, du Trottel! Entschuldigung, das muss mal gesagt sein. Kann ich irgendwie nicht so unterschreiben. Habe eine Folge angefangen und nach 10 Minuten war es mir zu toxisch. Da haben wir im Real Life, das will ich nicht auch noch in einer eigentlichen Kinderserie. Wenn die zu ernst werden, die Kinderserien, ne? Dann ist es immer wieder problematisch. So, wir gehen jetzt los, Leute. Ich will jetzt wieder was erleben. Ich will was erleben. Danger, danger. High voltage. Ein Ohrwurm. Oh, was bist du? Chillert Level 11, ist das wichtig? Aber das könnten wir tatsächlich besiegen, ne? Level 11? Das kriegen wir hin. Soll ich da hin? Soll ich in die Richtung gehen? Sollen wir versuchen, das zu besiegen? Ich bin unsicher. Leute, ich krieg's übrigens langsam, so langsam ein kleines bisschen ein Hüngerchen. Sollte ich mir so langsam mal Gedanken drüber machen? Da war ich auch noch nicht drin, ne? Was zu essen? Dungeon betreten. Höhle der sanften Level... Ein Chefe Level 13? Den besiege ich. Level 13, der kann mir gar nichts. Weiß ich nicht. Bist du nicht Level 8 oder so? Ja und Level 11, Level 8 geht doch. Ich bin gespannt, was hier so alles ist. Ein Fuddler! Ist das ein... Was? Ein Fuddler? Oh, wie süß! Ein Fuddler! Oh, wie süß ist das denn? Ein Fuddler! Oh Gott! Los, greif Fuddler an! Oh Gott, ist das süß, der Name! Ich schaff das. Hier, ein Fuddler kriegen wir auch besiegt. Warte, komm jetzt her, du Opfer! Komm, greif an! Ja, genau, greif das Fuddler an! Siehste? Ja, gar kein Thema hier! Guck mal, mega cool! Yeah, komm! So. Fangen! Wir schaffen das! Fuddler bleibt drin! Na, guckst du an hier. Die großen Krallen dieses Perls sind hart wie Diamant. Allerdings muss Fuddler den Großteil seines Tages darauf verwenden, diese zu wetzen. Okay. Bam! Oh. Es greift an. Aber ich mach mit. Okay, das andere greift auch noch mit an. Shitty. Oh, aber nur 20%, das wird wohl nix. Oder? Nee, das habe ich wirklich nicht gefangen. Uah, ah. Aua, ah. Ich will erstmal das andere hier besiegen.
Ich fange auch gerne das nur in Level 7er hier. mein anderes Viech ist tot. Moment. Oh. Ach so, ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Komm her. Nein, hört doch mal auf. Warum könnt ihr denn nicht im Ball bleiben, ihr Mistviecher? Du bist doch nur Level 7. Du kannst ja nichts. Ja, also geht doch. Aber ich habe wenigstens eins gefangen, das andere besiegt. Das hat lange gedauert. Ja, ich habe mich ein bisschen blöd angestellt. Ist meine Schuld. Hui. Ich habe erstmal Killerman gelesen. The Killerman. Statt for the Killerman. Pillerman gelesen. Nehmen wir auch. Aber Foodler finde ich immer noch am geilsten. So, jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich wieder Leben habe, ne? Guck, wie es da liegt, ne? Das ist schon brutal. Kann ich die Sachen hier eigentlich auch looten? Nee, oder? Nee. Die sehen nur schön aus. Ich dachte. Okay, wir gehen mal weiter rein. Was? Wellnessdusche? Oh, warte mal. Was ist denn eine Wellnessdusche? Komm mal her. Ah, cool! Ich kann mich von meinem Elefanten bespritzen lassen und dann habe ich wieder Leben. Oh, ist das toll! Mein Elefant kann mich vollspritzen. Wie cool ist das denn? Okay, was? Ach, das ist ein Gegner, ne? Ach, Level 5. Guck mal, die können doch nichts. Guck mal, die merken mich ja noch nicht mal. Und das für ein Lappen. Alter, voll die Lappen. Die können ja gar nichts. Also der Dungeon ist mega einfach, von wegen Level 13. Gut, da ist der Boss wahrscheinlich Level 13, ne? Geiler Pfandi. Ja, das ist der Pillermann übrigens, ne? Der ist der mich wie voll spritzt. Och Gott. Toffi wieder mit seinen tollen Wortwitzen. Keine Ahnung, wo ich hier gerade lang gehe. Ist das ein bisschen durcheinander? Also schwierig zu durchschauen? Soll das so sein? Dass man Schwierigkeiten hat, hier durchzusteigen? Oder? Ich bin irritiert. Bespritzen lassen. Das ist jetzt wieder clipwürdig, Ryan. Nur weil ihr da was Perverses drin seht, da kann ich doch nichts für. So. Das sieht alles so aus. Aber es sieht so cool aus, ne? Die ganze Höhle, der ganze Dungeon. Um jetzt mal was von der Grafik hier zu sagen. Oder halt generell von der Aufmachung von dem Ding. Ich finde, das sieht mega cool aus. Mir gefällt das voll. Noch ein Fuddler Level 9. Und auch ein Pillermann. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Gut, wir könnten auch ein bisschen weiter nach oben, wenn uns das was bringt. Und Regenbogen. Hier, Regenbogen. Und trink was. Und ich trink was. Dankeschön. Und Nervennahrung. Oh, noch eine Marzipankartoffel. Dankeschön. Lecker. Ja, macht hier viele Geräusche, ne? Unser kleiner Regenbogen. Oh, das hat jetzt wirklich ein bisschen Dark Souls-Niveau, ne? Ja, siehst du auch so wie ich, ne? Kann man das hier looten? Ne, kann man nicht. Regenbogen ist der Mini-Firm. Ja, voll cool, ne? Oh, Kaki. Jetzt muss er kacken gehen. Der kleine Regenbogen. Wenn ein Regenbogen kackt, was kackt er dann? Schön sowas wie Milchschnitte oder sowas, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ist der Dungeon auch mal durch, wollte ich gerade fragen. Aber es scheint so, als ob er jetzt langsam zum Ende kommt. Und es sieht mega cool aus, Leute. Guckt euch bitte das mal an. Jetzt schläft er wieder.
Guckt euch das mal an, wie cool das ist. So, dich fange ich, dich Kleines. Beziehungsweise, ne, Cremis habe ich schon, ne? Oh oh, Hilfe. Jetzt ist das... Mama ist wütend geworden. Oh oh. Aber wir kriegen Mama auch noch down. Nein, 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 nein. Mama, Mama stirb. Uah. Komm. Ja, genau, sehr gut. Immer auf Mama drauf. Oh, Alter, die kann einfach auf die Steine draufstehen. Was ist denn mit dir? Du bist ja eine komische Mama. Oh Gott, uah. So. Genau, geh mal wieder auf den anderen. Kann ich auch wieder ein bisschen mitschlagen. Aber wir haben kein Zeitlimit, ne? Wie bei dem Bossgegner. Wir müssen nun immer schön ausweichen. Und ich finde das tatsächlich eine erfrischende Art und Weise, die Gegner hier zu besiegen. Dass man immer so ein kleines bisschen... Ah! So ein kleines bisschen andere Sachen hat und nicht nur seine Perls kämpfen lassen kann, sondern eben auch selber aktiv werden kann. Oh, Mist. Mist, 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 Mist. Warte, ich muss kurz ausweichen. Nein, Mann, wieso kann ich denn nicht ausweichen, Mann? Guck mal hier. Gegen deine eigenen... Ah, Mist. Ich hab... Gegen deine eigenen... Kinder kannst du jetzt kämpfen. Ich muss Leben wieder zurückholen. Genau, bitte, bitte, kämpft ihr mal gegeneinander. Ich bin, glaube ich, nämlich gleich sonst tot. Ah, Mann, nein, 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 nein. Oh, ich bin gleich tot. Bitte, 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 besieg es. Nein, 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 nicht mich. Nein. Oh. Ja, wir haben es fast. Wir haben es fast. Du schaffst das. Ja, nice. Juhu. Geschafft. Ich wusste, wir schaffen das. Aber voll easy. Ich wusste, wir schaffen das. Nice. Oh, Schwein gehabt. Ja, ich überschätze mich da jetzt nicht. Ich fand das heftig. Es war doch ein bisschen heftig. Puh. Dann holen wir mal ein anderes hier raus. Anni, Fox... Ach man, ich verpeil die immer. Fox Park, es geht nicht mehr. Dann hole ich mal Lammball, weil... Ich glaube, ansonsten würde ich mich hier ein bisschen unwohl fühlen mit so einer angeschlagenen Perl. Ich hab's geschafft, ja! Da ist Paddy gestern gestorben. Ich bin beim Boss gestorben. Ich habe einen Boss versucht zu schaffen, aber... Für den Boss bin ich leider noch viel zu schlecht offensichtlich. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt wenigstens hingekriegt habe. Guck mal hier, den Dungeon habe ich geschafft. Oh, feuerfeste Unterwäsche. Geil. Wenn es mal wieder ein kleines bisschen härter wird im Schritt, wa? Dungeon verlassen. Ja, können wir eigentlich machen, oder? Oh, flauschiger Schild. Warte, das muss ich mal ganz kurz testen. Ich will wissen, was flauschiger Schild ist. Nimm ihn! Nimm ihn! Nicht mich! Das ist so gemein, aber auch so lustig. Zeig uns das Gesicht. Oh Gott, ist das fies! Oh Gott, ist das gemein! Alter! Es ist so gemein, Alter! Alter, es ist irgendwie witzig, aber es ist so fies. Komm, aber ich will das nochmal sehen. Was brauche ich fürs Thumbnail? Oh Gott, ist das gemein. Und dann einfach, geh weg. Ist das so gemein? Alter. Ja, ja, gut. Ja, so ist das in Pearl World. Oh Gott. Och nö. Es ist halt... Es ist nur ein Spiel, Leute. Wir müssen uns alle mal wieder beruhigen, ne? Dann einmal runterkommen. So, jetzt drücke ich aber den richtigen Knopf. Eins meiner Arbeitsperls ist schwer verletzt. Warum denn?
Was hast du denn gemacht? Da ist man einmal nicht da. So, warte, den richtigen Knopf. Alles nach rechts, RT. So, so wird ein Schuh draus. Okay. Seltener Pelz. Nice. So, also. Ach, der regeneriert sich gerade. Ist alles gut. Okay, alles klar. Die müssen auf jeden Fall hier rein. So, die beiden. Und dann nehme ich dich mal mit. Und die Schmau mit. Fuddler. Der Name ist so süß. Fuddler. Beziehungsweise ich nehme noch hier, genau. Ein Lammball weniger. Genau. Warte mal, beziehungsweise... Ja, nee, das passt. Ich denke, das passt. Missionen. Verbesserung. Jetzt können wir nämlich noch ein zusätzliches hier unten reinpacken. Dann brauche ich aber wieder ein Bett. Immer diese Betten überall. Was machen die denn da? Sag mal, wälzen die sich im Holz oder was ist los mit euch? Sag, ihr sollt arbeiten und nicht rumspielen. Meine Perls sind grenzdebil. Ich will andere. Die sind kaputt. Ich könnte übrigens auch mal den Sound ein bisschen höher stellen, ne, Leute? Ich ruf mal Peter an. Ja, Peter von Foster. Der Flammenwerfer ist auch cool. Den muss ich auch mal testen, tatsächlich. So, warte, ich bringe das Holz erstmal weg. Warum habt ihr denn nichts gesagt, dass der Ton so leise ist? Der war ein bisschen arg leise, oder? Ich glaube, ich hätte ihn höher stellen sollen. Leute, ihr müsst mir sowas sagen, sonst kriegt das doch nicht mit. So, nach rechts. Gut, ich müsste eigentlich auch mal eine neue Kiste. Ich glaube, wir bauen auch mal eine neue Kiste. Da, eine Holztruhe. Die direkt daneben. Geht das? Man kann sie ineinander bauen. Tatsächlich, guck mal. Kiste in Kiste. In der Kiste lagere ich eine Kiste. Das finde ich super. Okay, dann schmeißen wir mal... Die Munition kann ich sowieso gerade nicht gebrauchen, deswegen schmeiße ich die jetzt auch mal da rein. Ja, alles, was ich jetzt gerade nicht so brauchen kann, schmeiße ich mal darüber. Grastechnikfrucht. Das für eine Frucht, sowas esse ich nicht. Oh, ist schon wieder voll. Na gut. Hauptsache, wir haben es mal wieder ein bisschen besser gemacht. Und wir brauchen noch ein Lager, ein Schlafplätzchen. Ein Bettchen. Benötigt Bewässerung. Die armen Perls, die sitzen hier immer hinten und sind voll einsam. Weil ich das nicht sehen will, wie die hier schlafen. Die tun mir manchmal schon ein bisschen leid. Vor einer Stunde hatte ich auch noch überlegt, aber irgendwie ist was dazwischen gekommen. Was? Bei was? Wegen Peter von Froster? Oder was? Wie die immer tanzen, ich finde es sehr, sehr praktisch. Es spielt halt nur ein kleines bisschen buggy zu sein, ne? Du bist voll das Monster. Hä? Ich weiß halt, das sind Tiere, Leute. Oh, warte mal. Ich habe voll Pipi in der Hose. Ich muss das jetzt... Oh Gott, ich habe Angst. Ein Tombad? Und wo ist das jetzt? Ein Tombad. Ist das jetzt im Lager? Oh, das will ich angucken. Tombad. Quatsch, so, hier. Oh, cool! Wie cool ist der denn? Warte mal, den hole ich mir mal ins Team. Und hole ihn mal raus. Warte. Oh, Alter! Wie cool ist der denn? Oh, der ist ja mal mega nice. Alter, Tombad sieht ja mal mega cool aus. Also ich bin mit dem Ei-Ergebnis mega zufrieden.
Holt euch dieses Ei. Ich weiß nicht, ist bei jedem das gleiche drin? Habt ihr auch, an diejenigen, die das auch spielen, habt ihr das Ei auch ausgebrütet und kam das dabei raus? Mega cool. Tombat. Nice. Ach, aber bei Lautstärke Bescheid sagen. Ach so. Ja, gut. Jetzt haben wir sie höhere Lautstärke. Jetzt geht's wieder besser. Wie cool ist der denn? Nee, unterschiedlich. Ach, krass. Geil. Da kann man Glück oder Pech haben. Aber ich bin mega zufrieden. Also mit dem bin ich mega zufrieden. Der sieht super cool aus. Ob er was kann, weiß ich natürlich nicht, ne? So, Leute, ich würde jetzt gleich eine Essenspause machen, tatsächlich. Ich würde mir, glaube ich, gleich was zu essen holen. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich holen. Ich glaube, ich gehe mal wieder zum großen M. Ich war schon lange nicht mehr da und heute könnte ich es mal gebrauchen, weil wir heute langen Stream machen. Das heißt, ich konnte heute mal gebrauchen, mir ein bisschen was Fettiges, Ungesundes und Fieses zu essen. Und dann können wir sowieso mal überlegen, ob wir mal einen Spielwechsel machen. Entweder machen wir Spielwechsel oder wir spielen weiter. Das können wir gleich noch als Abstimmung tatsächlich machen. Weil ich könnte auch noch weiterspielen. Aber erstmal muss ich auf jeden Fall was essen. Gönn dir. Ja, danke schön. Wir streamen auch schon wieder fast 4,5 Stunden. Also von dem her kann man sich ruhig da mal ein bisschen was zu essen gönnen, ne? Also bei den Technologien können wir mal kurz reinschauen. Immer mal ganz kurz. Was haben wir denn noch Schönes? Tropische Tracht. Stoffkleidung tropischer Machart. Damit lässt sich Hitze besser ertragen. Für die Herstellung wird primitive Werkbank benötigt. Kälte besser ertragen. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Das sollte ich mir auf jeden Fall holen. Eine heiße Quelle. Oh, die brauche ich für das Ding, ne? Für die Aufgabe hier drin, ne? Für die da. Moment. Ich schau mal kurz. Heiße Quelle, primitiver Hochofen und Bärengarten. Zwei Bärengärten. Primitiver Hochofen brauche ich noch. Kann ich den überhaupt schon machen? Kilamari-Handschuhe. Handschuhe zum vorsichtigen Greifen der Tentakel von Kilamari. Ermöglicht es dir, wenn Kilamari im Team ist, es als Gleiter zu benutzen. Alter, wie fies! Ziehst du da voll an dem Viech? Wir benutzen ein Schaf als Schutzschirm, wir benutzen eine Qualle als Gleiter. Das wird ja immer brutaler hier. Habe ich das vielleicht schon freigeschalten, ohne dass ich es weiß? Naja, schauen wir mal.